vermisse dich. Komm her, Fleck! Warum warst du denn in dem Teil des Waldes, Jody? Fleck ist weggelaufen. Aha, das heißt, du hast wieder gespielt, statt zu arbeiten. Tut mir leid, Pa. Entschuldige dich auch, Fleck. Diese Steine gehören zu einem alten Fundament. Fundament? Kurz nachdem du geboren wurdest, zog dort eine Familie namens Berkeley in ein Haus ein. Davon wusste ich ja gar nichts. Sie hatten eine Tochter in deinem Alter. Ich habe noch den Namen für sie ausgesucht. Wirklich? So ein hübsches Mädchen braucht einen hübschen Namen. Ach, was für einen Namen hast du denn ausgesucht? Sandra. Aha, Sandra. Ein hübscher Name, da hast du recht. Freut mich, dass er dir gefällt, denn deine Mutter und ich hatten uns überlegt, ob wir dich so nennen, wenn du ein Mädchen geworden wärst. Ach, Jody, könntest du zu den Foresters rüberlaufen und dir vielleicht 10 4-Zoll-Nägel ausleihen? Sicher, Pa. Komm mit, Fleck. Nimm dir, was du brauchst. Der Werkzeugkasten steht da drüben. Oh, danke, Buck. Ja, bisher hatten wir wirklich Glück. Keine Stürme und so. Aber wir gehen doch lieber auf Nummer sicher. Oh ja. Hallo, Jody. Hm? Wie geht's dir, Jody? Hallo. Ich muss dir mal was ganz Tolles zeigen, Frederik. Na sowas, mir hat auch niemand erzählt, dass hier draußen zwischen eurer und unserer Farm mal ein Haus gestanden hat. Das hätten wir nie erfahren, wenn Fleck nicht hierher gelaufen wäre. Also ich bin froh, dass es nicht mehr existiert. Weißt du, wenn die Leute hier noch wohnen würden, wären wir vielleicht nicht so gute Freunde. Wieso denn das? Wie ich dich kenne, wärst du dauernd hier und würdest mit diesem Mädchen, dieser Sandra, spielen. Na, du bist doch in letzter Zeit so verrückt auf Mädchen. Das ist gelungen. Ah, du bist rot geworden. Oh, dir werde ich zeigen. Warte, wenn ich dich zu fassen kriege. Oh, oh, oh. Ach, pass doch auf, wo du hintrittst. Oh. Los, beiß ihn, Racket. Na los. Ruf ihn zurück, Frederick. Frederick, er soll mich loslassen. Aua. Hey, Jody. Wer von euch heißt Baxter? Jody Baxter. Du bist also Jody. Bin richtig froh, dich kennenzulernen. Ich habe zu Hause eine süße Tochter, genau in deinem Alter, Jody. Sind Sie Mr. Berkeley? Ja. Meine alte Umgebung hat sich wirklich nicht sehr verändert. Alles ist noch genauso. Genauso wie früher. Es ist so, als wäre ich nie weggegangen. Tja, tut mir leid, dass wir Ihnen nichts Besonderes anbieten konnten. Nein, es schmeckt ausgezeichnet. Es ist schon sehr lang her, dass ich die Ehre hatte, Ori Baxters gute Hausmannskost zu genießen, wissen Sie, Paddy? Dass Jody über den Eckstein ihres alten Hauses gestolpert ist und sie am selben Tag gekommen sind, ist wirklich ein Zufall. Das ist also der Kleine, der damals so viel geschrieben hat. Sandra muss doch auch schon groß sein. Ja, ich muss sagen, sie ist eine sehr hübsche junge Dame geworden.
Na, wie wär's denn, Jodie? Möchtest du meine Tochter nicht heiraten? Oh. Also ich, Jodie, er macht doch nur Spaß. Es ist schon spät. Ich hatte meinen Fahrer gebeten, mich abzuholen. Na, warum bleiben Sie nicht einfach über Nacht hier, mein Freund? Tja, ich weiß nicht. Es ist 10 Jahre her, seit wir uns zuletzt gesehen haben. Ich bin euch sehr dankbar und wenn mein Chauffeur nicht kommt, nehme ich euch gern beim Wort. Darf ich mir die Uhr mal ansehen, Mr. Berkeley? Sicher, natürlich. Danke. Oh, wie die glänzt. Oh, sie geht, das ist unglaublich, sie geht wirklich. Sie würde ja nicht viel taugen, wenn sie nicht ginge, nicht wahr? Darf ich die Uhr mal Fleck zeigen, Mr. Berkeley? Jodie, das ist eine sehr wertvolle Uhr. Nur zu, Jodie. Danke. Dieses Kitz ist für Jodie wohl sowas wie ein Bruder. Ich finde eher, es ist schon fast wie sein Herzensschatz. Oh, da besteht wohl keine Hoffnung, dass er Sandra heiratet, was? Tja, ich nehme an, dass es Ihnen geschäftlich gesehen jetzt sehr gut geht. Ein eigener Chauffeur, eine goldene Uhr, Sie müssen wirklich sehr erfolgreich sein. Also, was das Geschäft angeht, kann ich mich wirklich nicht beklagen. Vielleicht wäre es uns auch besser ergangen, wenn wir damals die Gegend hier verlassen hätten wie Mr. Berkeley. Ja, vielleicht hätten wir das Angebot annehmen sollen. Ach, wir haben nur Glück gehabt, mehr war es nicht. Hörst du's, Fleck? Hörst du, wie sie tickt? Das ist die erste Uhr, die du siehst, nicht? Nein, die kann man nicht essen. Die gehört Mr. Berkeley, weißt du? Das ist ja komisch. Da steht HG. Wieso denn eigentlich nicht B für Berkeley? Verstehst du das, Fleck? Jodie, was machst du denn da so lange? Nichts! Was ist dieser Fahrer bloß für ein fauler Kerl, dass er vergisst, seinen Chef abzuholen? Eine Schande ist das. Ich verstehe das nicht. Oh. Er denkt wahrscheinlich, dass Sie hier übernachten. Wir haben nicht viel Platz, aber Sie sind uns wirklich herzlich willkommen. Ja, das ist eine prima Idee. Er kann in meinem Zimmer schlafen, nicht, Ma? Doch, das könnte er. Hört sich wunderbar an. Ich schlafe bei meinem kleinen Freund Jodie und wir plaudern noch ein wenig. Kann ich nicht in der Scheune schlafen, Ma? Dann hat Mr. Berkeley das Zimmer für sich allein. Also wirklich, Jodie? Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich kann es nicht zulassen, dass Jodie sich meinetwegen eine Lungenentzündung holt. Keine Sorge, Jodie ist sehr zufrieden über die Lösung. Stimmt's, Jodie? Ich wünschte, wir hätten jeden Tag einen Gast. Dann würden Sie mich jede Nacht hier draußen in der Scheune schlafen lassen. Du bist so warm und weich, kleiner Fleck. Gib doch jetzt nicht der armen Julia die Schuld. Woher sollte sie denn wissen, dass Mr. Berkeley was im Schilde führt?
Es will mir einfach nicht in den Kopf, dass ein Mann, der früher hier gelebt und gearbeitet hat, nicht begreift, wie wichtig Gewehre und Pferde für uns Farmer sind, Penny. Ich verstehe es einfach nicht. Schon gut. Stimmt was nicht, Pa? Wo ist Cäsar? Er wurde gestohlen. So, die Initialen auf der goldenen Uhr waren nicht seine. Jody, wieso hast du uns das nicht schon gestern Abend erzählt? Also ich... Sei nicht so streng mit dem jungen Ori. Selbst wenn es uns gestern Abend erzählt hätte, wäre Berkeley eine Ausrede eingefallen, dass er sie zum Beispiel als Antiquität gekauft oder geschenkt bekommen hat. Ach, was ist das bloß für ein Mensch? Wie kann er uns nur bestehlen? Hey, Moment mal, da kommt jemand. Cäsar ist wieder nach Hause gekommen. Cäsar? Cäsar! Schön, dass du wieder da bist, Cäsar. Bin ich froh, dich zu sehen. Wie er wohl nach Hause gefunden hat. Ich wette, dass er diesen Berkeley abgeworfen hat. Penny, ich... Vielleicht bekomme ich meine Flinte auch wieder zurück, Ori. Bitte nimm mich mit, Pa. Du bleibst hier bei Mutter, Joey. Los, komm mit, Julia. Ach, gib nicht so an, Julia. Wäre es nicht vielleicht besser, die Foresters zu bitten, mit dir in den Wald zu reiten, Penny? Ich finde, wir sollten die Sache nicht an die große Glocke hängen, Ori. Denk daran, Penny. Er hat ein Gewehr. Berkeley wird mich nicht erschießen, Ori. Na los, Julia.